Hallo Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich wollte euch heute in dem Blog ein kurzes Update geben über meinen Faststatus und ja, noch so ein bisschen vielleicht aus dem Leben plaudern, was ich gestern noch so alles gemacht habe und ja, schauen wir mal. Ja, ich habe am Dienstag mit Fasten angefangen. Ich habe Apfelsaft mit Ingwer Fasten, Saftfasten angefangen. Ich habe die Kombination gewählt, weil ich schon mal davon berichtet habe, dass ich auf einem Apfelfest war und da haben wir auch 48 Stunden lang uns nur von Äpfeln ernährt und ich fand die Kombination von Äpfeln mit Ingwer als Saft einfach total geil und das wollte ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Und da ich jetzt mit Saftfasten anfangen wollte, dachte ich mir, ja, startest du einfach mal damit und guckst, wie lange du die Kombination magst und wann es dir aus den Ohren raushängt. Ja, und da bin ich jetzt seit Dienstagnachmittag Abend dran. Muss auch zugeben, dass ich zwischendurch noch mal einen Apfel und was Festeres gegessen habe, so eine Banane, weil ich noch ein bisschen Sachen hier übergehabt habe, die ich jetzt nicht wegschmeißen wollte. Also ja, von der Übergangsphase in Saftfasten und ja, es dauert auch ein bisschen länger, bis der Saft ausgepresst ist und ich hatte dann gestern auch einfach mal wieder Lust, in so einen Apfel reinzubeißen. Ich sehe das jetzt nicht so streng. Aber heute, doch heute bin ich bis jetzt bei Saft geblieben. Morgen denke ich auch und ja. Das Wichtigste ist, denke ich, für mich, dass ich bei den Äpfeln bleibe. Aber es wird schon hundertprozentig, denke ich mal, die nächsten Tage bei Saft auch bleiben. Ja, wie fühle ich mich jetzt momentan damit? Beziehungsweise fange ich vielleicht erstmal damit an. Warum mache ich das überhaupt? Aus, ja, eigentlich nur, um meinen Körper zu reinigen. Um meinen Körper zu reinigen, um meine Gedanken auch wieder zu reinigen. Das hat, so finde ich das, eine reinigende Wirkung auf den Körper, auf den Geist, auf viele Ebenen. Und den Prozess wollte ich jetzt einfach mal wieder in Gang leiten. Habe ich ja im vorigen Video es auch schon mal erwähnt, dass ich eigentlich jede Woche einmal einen Tag lang fasten wollte. Damit habe ich jetzt auch wieder angefangen und ich finde, das Fasten ist auch ein guter Übergang, um mir dessen wieder bewusst zu werden und ja, wieder damit mehr in Kontakt zu kommen. Ja, und das sind so meine Gründe, also die gesundheitlichen Gründe, um meinen Körper zu reinigen. Ich werde in einem anderen Video auch nochmal genauer darauf eingehen. Über das Fasten allgemein, was für Arten es gibt und was man da so beachten muss und da gebe ich euch dann später nochmal Infos zu. Ich fühle mich jetzt nach den 3 Tagen eigentlich immer noch total super fit. Meine Energie hat sogar noch was zugenommen, finde ich. Ich fühle mich besser, ich fühle mich leichter, ich fühle mich wie eine Feder, ich könnte fliegen. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Äpfel sehr abführend wirken und der Darm dadurch total schnell entleert wird und gereinigt wird und ich nichts mehr im Darm habe. Ich habe auch mal auf die Waage geguckt. Ich habe jetzt ungefähr 1 Kilo vielleicht abgenommen in den 3 Tagen und seit gestern hat es auch dann es ist stagniert, ist nicht mehr weniger geworden. Ich beobachte es aber mal die Tage noch weiter. Ja, aber ich lege jetzt auch nicht so viel Wert darauf, auf das Gewicht, das ich jetzt abnehme da. Ja. Ansonsten, ja, kann ich nur sagen, das läuft jetzt bis Mittwoch, denke ich mal, noch so weiter. Und da schauen wir einfach mal, ne, was da noch so passiert. Da werde ich euch auf jeden Fall noch von berichten. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich war jetzt gestern war ja der 21.10.2015. Für diejenigen, die nicht wissen, was dieses besondere Datum ist, das ist der Tag gewesen, an dem Doc Emmett Brown und Marty McFly aus dem Film Zurück in die Zukunft, den kennen vielleicht einige, an diesem Tag sind sie in der Zukunft mit ihrer Zeitmaschine gelandet. Also das war der Tag aus dem Film, aus dem zweiten Teil der Trilogie, wo sie in der Zukunft landen. Und ja, an diesem Tag wurde natürlich die Trilogie auch in sehr vielen Kinos in Deutschland ausgestrahlt und ich denke mal auch weltweit. Und da ich den Film früher immer schon total gerne gesehen habe und auch jetzt noch gerne sehe, weil ich den einfach so lustig finde. Es ist ja auch eine Science-Fiction-Komödie. Und ich den bisher noch nie so auf einer großen Leinwand gesehen habe, wollte ich den unbedingt einmal im Kino sehen. Und ja,
das habe ich mir dann gestern mit Freunden zusammen angeschaut und es war echt ein Erlebnis, ja, das auf großer Leinwand nochmal zu sehen. Ja. War auf jeden Fall sein Geld wert. Obwohl ich auch sagen muss, ansonsten gucke ich eher sehr wenige Filme und Fernsehen sowieso generell gar nicht mehr, seit Jahren schon. Ja. Ich finde, da kann man auch nicht viel rausziehen. Ich gucke, wenn dann YouTube, die Sachen, die mich interessieren und ich finde, das wandelt sich jetzt auch momentan ziemlich stark, ne? Viel mehr Leute gucken YouTube, finden das interessanter. Da kann man sich dann auch die Sachen raussuchen, die man braucht. Ich finde zumindest, dass da großer Wandel gerade stattfindet. Auch schon, ja, vielleicht auch schon seit ein paar Jahren und dass es immer mehr sich jetzt dahin entwickelt, ne? Ja, also gestern war ich Science Fiction gucken, Zurück in die Zukunft im Kino und ja, war toll. 6 Stunden im Kino. Wir sind, glaube ich, so kurz nach 2 Uhr so rausgekommen. Und dann kam natürlich kein Bus mehr. Ich musste dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde zu Fuß nach Hause. Dementsprechend wenig habe ich heute auch geschlafen. Naja, heute geht's dafür hoffentlich was früher ins Bett. Ja, das war's soweit von meinem Leben. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören bald wieder voneinander. Macht's gut.